Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind zurück bei Sonic und Sega All-Stars Racing Transformed. Dabei heißt das ja gar nicht so, ne? Es ist Sonic and All-Stars Racing Transformed. Irgendwie so. Wir müssen noch in der Sonnenküste ein paar Sterne nachholen, das machen wir aber ein anderes Mal, weil ich erstmal mehr Bock auf neue Sachen habe. Wir können hier ein Rennen starten, die Turbo-Herausforderung haben wir schon. Ein Rennen oder ein Ringrennen? Dann machen wir erstmal das Rennen, weil da schalten wir einen neuen Fahrer frei. Natürlich auch schwer. Wo kommen wir denn da hin? Ich habe ein bisschen online gespielt, allerdings, ja, darüber können wir gleich mal kurz reden. Ich würde ganz gerne mit Knuckles. Mit Knuckles fahren. Weil Knuckles finde ich ganz gut so als Fahrerkombination. Ist ein Allrounder, liegt mir. Und ich habe gehört, wenn man einen Charakter auf den Sternenrang spricht, das ist glaube ich Level 6, das wird dann als Sternrang gewertet, levelt, dann ist es ganz gut. Es ist voll krass, dass ich jetzt wieder huste, weil ich die ganze Zeit nicht gehustet habe, immer nur wenn ich aufnehme. Naja, ich glaube das war ein kleiner Turbo-Start, allerdings nicht so ein guter, da muss ich noch ein bisschen üben. Das liegt aber auch meistens daran, also ich habe Beschreibungen, was heißt Beschreibungen? Ich habe gelesen, wie so ein Turbostart funktionieren soll. Aber das Problem ist, dass ich einfach... Ja, ich vergesse es immer am Anfang eines Rennens. Naja, machen wir uns nichts draus. Sonic und Sega All-Star Racing Transformed. Ich habe gerade schon ein bisschen Meat Boy aufgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das mit dem Husten ist halt immer noch so eine Sache, die einfach ein bisschen... Ja, ne... die einfach ein bisschen da ist, wo ich nicht so viel gegen machen kann. Ich hoffe, es geht besser. Was voll krass ist, ich habe gestern Shisha geraucht, also das ist nicht krass. Aber, und... Ja, ich habe gestern Abend Shisha geraucht. Gut, dann hat es natürlich ein bisschen nach Shisha gerochen. Das war mir ja bewusst. Dann bin ich heute... Ich war heute den ganzen Tag 9 Stunden lang in der Uni. Also was heißt 9 Stunden? Ich habe um... 7.30 Uhr ungefähr das Haus verlassen und bin um 18 Uhr wiedergekommen. Sprich, locker mal über 10 Stunden unterwegs gewesen. Das war auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Naja. Ich würde gerne diesen hier Strudel, Tornado, auf den ersten abschießen, aber dafür müsste ich an dem zweiten vorbei. Dafür müsste ich vielleicht ein bisschen driften. Aber es ist immer ein bisschen schwierig. Oh, krass, ey. Ich komme nicht am zweiten vorbei. Hilfe. Oh, was mache ich denn jetzt? Ja gut, ich muss mal hier auf ein neues Orange schwarmen. Ist ja noch fast besser. Ja, ist fast noch besser. Ja, auf jeden Fall. Da ist der Schwarm jetzt ein bisschen unten drunter herkommen. Hat, glaube ich, niemanden getroffen. Hat sich sehr gut platziert, der Schwarm. Ja. Den Kugelfisch habe ich auch kacke weggeschossen. Scheiße, ich komme nicht so richtig vorne ran. Ich bin in Runde 2, oder? Ich glaube schon. Ja, Runde 2. Gut, dann habe ich auf jeden Fall noch genug Zeit. Ah, fuck, da unten ist... Ich habe die da unten fahren sehen. Ich war mir nicht ganz sicher, wo die Strecke weitergeht. Ach, das ist die Strecke. Die bin ich schon mal gefahren. Bin ich die nicht schon mal im Let's Play gefahren? Ich könnte fast drauf schwören. Okay, naja, wie auch immer. Ach, kacke. Können wir eigentlich neu starten. Aber wir probieren es trotzdem. Naja. Oh, jetzt trifft mich nicht nur auch noch, oder? Nein. Ja, auf jeden Fall habe ich gestern Shisha geraucht. Und natürlich riecht es ja nach Shisha. Dann war ich heute den ganzen Tag weg. Und als ich wiedergekommen bin, hat es nicht nach Shisha gerochen. Aber jetzt gerade habe ich voll den Geruch in der Nase. Und ich weiß nicht genau warum, weil ich habe nichts anders gemacht. Krass eigentlich. Ich weiß nicht genau, woher das auf einmal kommt. Das hat mich ein wenig irritiert tatsächlich, aber ist nicht so schlimm. Warum habe ich Shisha geraucht? Weil ich Lust hatte, obwohl ich krank bin. Naja, ich bin nicht mehr so richtig krank. Das ist ja die Sache. Wenn ich nicht aufnehme, dann habe ich gar nicht mehr so die Momente, wo ich husten muss. Das ist tatsächlich echt nur so... Ich will nicht sagen, nur wenn ich am Aufnehmen bin, weil natürlich habe ich zwischendurch mal so den Moment, wo ich mir denke, okay, kurz husten. Aber, ja, ich glaube, wir kriegen keine Erfahrung, wenn wir jetzt hier neu starten, aber es ist mir egal, weil das dauert sonst zu lange. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, scheiße.
Ja. Ne, ich bin, wie gesagt, ich fühle mich eigentlich, der ganze Tag war vollkommen in Ordnung, nur dann, seitdem ich wieder Let's Playen will, habe ich wieder so dieses Gefühl im Hals, dass ich ständig husten muss. Aber ich versuche es, wie gesagt, zu unterdrücken, beziehungsweise zu maßregeln. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch halt auch keine Lust, groß rum zu husten. Außerdem kriege ich Kopfschmerzen vom Husten. Das ist auch so eine Sache. Okay, ich bin ziemlich weit hinten. Aber das kann ja noch werden. Hier kann man kein Transform-Turbo abgreifen, wenn man auf dem Weg ist, ein Flugzeug zu werden, oder? Es ist so krass, es ist so, es ist wirklich ein bisschen nervig. Also ich meine, wenn ich gleich die Aufnahme beende, es tut mir wirklich leid, das muss ich voll krass anhören, also voll dumm anhören, wie ich jetzt hier rummache. Tut mir leid, wenn das Video dadurch ein bisschen in der Qualität leidet, aber ich probiere mein Bestes. Ich weiß, wie gesagt, nicht so genau, woran das jetzt liegt, dass es so akut immer ist, weil es ist es halt einfach nicht, normalerweise. Ich habe mich gerade gut gefühlt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht genau, warum ich hier nicht rankomme. Es ist echt ein schwieriges Rennen. Muss ich hier auf der Geraden... muss ich da ein bisschen snaken? Ich kann aber nicht so gut snaken. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, wenn man zu viel snaket, also wie ich gerade, dann verliert man sein Turbo auch wieder. Na, ist doch zum Kotzen. Ja, jetzt schießt mich noch ab. Ist ja nicht so, als ob ich schon genug Probleme habe hier. Schwarm. Okay, gut ausgewichen. Wir sind Vierter und da vorne sind sie alle. So, es ist, das ist Runde 2. Alles klar, wir haben also noch genug Zeit. Und wir sind jetzt wieder vorne in der Spitzengruppe. Nur der Erste ist nicht zu sehen. Da vorne. Oh, der ist so weit weg, ey. Den treffe ich damit nicht. Oh, ich habe ihn getroffen. Boah, krass. Ich will auch durchs Wasser jetzt. Ich habe auf 2. Ich glaube, der setzt sich gleich automatisch ein. Aber ich werde ihn mal versuchen, so lange wie möglich aufzuheben. Weil im Prinzip ist der Oyster natürlich in der dritten Runde so gut wie der Sieg. Vor allen Dingen auf der Position. Also ich bin ja fast Erster. Krass. Ich glaube, im Online-Modus setzt... Ich habe nämlich online gespielt. Ich glaube, online setzt er sich automatisch ein. Weil es halt einfach mega OP ist, wenn du den so lange behältst. Stimmt. Im Offline-Modus ist es gar nicht so. Wo muss ich her? Einfach geradeaus, okay. Ja, eigentlich kann mir jetzt nichts mehr passieren. Ich wüsste zumindest, also, naja, das darf ich so auch nicht sagen. Natürlich kann mir was passieren. Mann, natürlich. Und was mir passieren kann, scheiße. Mir kann alles passieren. Ich hab den Oyster auf Platz 1. Wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich selber schuld. Ich weiß nur nicht genau, wann das Ziel kommt. Also ich muss ihn am besten irgendwo, hier ist es die Wasserpassage. Das heißt, das Ziel ist nicht mal allzu fern. Ja, das Rennen in der Hand. Ich heb mir die einfach auf und guck halt unten auf die Karte. Ich glaube, da hinten ist das Ziel. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nur mal sicher mit dem Oyster ins Ziel gefahren. Sauber. Sauber. Und dann machen wir jetzt noch das Ringrennen. Für das Ringrennen habe ich den Tipp bekommen, dass ich mit Knuckles fahren... Ne, ich fahre ja mit Knuckles. Mit Tails fahren soll, weil er so ein gutes Handling hat. Und beim Ringrennen wohl nur wichtig ist, jeden Ring zu erwischen. Wobei ich mit Knuckles auch sehr gut klarkomme, aber wir probieren es einfach mal mit Tails dann. Level 4. Geschwindigkeitskit. Das ist cool. Sehr cool, ja. Wunderbar. Ein Gegner mit einer 100 plus Meter Entfernung, ja. Ich hab ihn getroffen, und wie? Krass, ne? Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich den Treffer lande. Naja. Ja, auf jeden Fall, habe ich nicht irgendwas... Was habe ich jetzt vorhin angefangen zu erzählen? Danica Patrick freigeschaltet. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe irgendwas erzählt. Ich weiß noch nicht genau, was. Ein Ringrennen mache ich, wie gesagt, damit Tails. Weil er volles Handling hat. Machen wir. Ja, komm. Ah. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich geredet habe am Anfang des Parts. Ich glaube, ich habe nur über meinen Husten geredet. Was mir ein bisschen leid tut.
Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er auch wieder. Bin sehr gespannt, wie schwierig das Ringrennen ist. Fliegen ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Also es hält sich im Rahmen, ja. Ne, es macht sogar richtig Spaß, doch. Ja, es macht richtig Spaß. Das Fliegen ist wirklich gar nicht so schwierig. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier und da. Wenn es so mal ein richtig scharfes Manöver kommt, dann kann man mal die... Dann kann man auf jeden Fall die Übersicht verlieren, aber ansonsten... Ich wollte gerade sagen, ich krieg doch wieder ein Turbo, oder? Aber die Zeit war knapp, ne? Ich setze den Turbo mal ein bisschen früher ein, damit ich hier auch ein bisschen... Okay, jetzt ist die Zeit nicht so knapp. Ich krieg immer wieder ein Turbo wieder. Also, ich weiß nicht genau... Nein! Nein, Ring verpasst. Ich wollte gerade sagen... Nein, siehste? Das war wieder so ein Manöver, wo ich... Ah, der Steuer... Hilfe! Jetzt habe ich die Steuerung verloren vom... Ach, das muss richtig dumm aussehen. Es ist natürlich auch richtig dumm. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ah, Mann! Ja, hat sich gerade voll komisch angehört, aber ich glaube, es war im Spiel. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich steuere halt mit dem Steuerkreuz. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit dem Stick besser wäre, aber... ich verliere da so unfassbar krass die Kontrolle über das Gerät, über das Fahrzeug, über das Flugzeug. Ich glaube, hier geht kein Turbo-Start. Ist ja auch ein fliegender Start, ja. Wahrscheinlich liegt es daran. Das meine ich gerade. Ich weiß nicht, so an und für sich kann ich gut fliegen. Also was heißt gut fliegen? Ich würde behaupten, dass ich ganz gut, ganz in Ordnung fliege. Ja, gut ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ganz in Ordnung. Aber dann in solchen Momenten, weiß ich nicht. Da verkacke ich so extrem krass. Verziehe ich so extrem. Ich habe wieder nur 8 Sekunden gehabt. Ja, guckt es euch an. Ihr seht es ja selber. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich werde jetzt mal kurz auf den Analogstick wechseln. Ist es der Analogstick? Der Analogstick funktioniert nicht. Den habe ich nicht belegt. Okay. Dann muss ich es doch mit dem hier normalen probieren, beziehungsweise mit dem Steuerkreuz. Naja. Ich probiere einfach das Ding mal ein bisschen... Ja, ich muss diese Linie halt einfach ein bisschen vorsichtiger fliegen. Was heißt vorsichtiger? Ich kann nicht vorsichtiger fliegen. Ich muss halt die Kurven bedachter fliegen. Ah. Wow, 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 wow. So, hier kann ich einen Turbo einsetzen. Hier muss ich, glaube ich, ein bisschen driften gleich. Boah, das ist schwierig. Hilfe. Ja, und dann komme ich halt auch nicht mehr gerade hin. Die Stelle ist schwierig. Die Stelle ist schwierig. Und dann hinten auch noch... Ich hab schon, ja, also Tail zu nehmen war wahrscheinlich doch die richtige Entscheidung, aber vielleicht ist es mir auch zu viel. Ich probiere vielleicht gleich doch nur nochmal Knuckles. Vielleicht ist es mir einfach zu viel Handling. Und dass ich deswegen so krass verziehe, weil ich einfach, wenn ich lenke, dann so... Aber ich glaube nicht, ich glaube, es geht bei der Steuerung hier nicht. Ich bin mir aber unsicher. Auf jeden Fall wird das Ringrennen schwierig, ihr seht es ja selbst. Naja. Ansonsten habe ich schon wieder einen Ring verpasst. Bin ich momentan am gucken, was ich morgen aufnehme. Ich hoffe, dass meine Stimme bis morgen hält. Vielleicht gehe ich mir auch morgen früh noch irgendwie Hustenbonbons kaufen oder so. Irgendwie sowas, was den Hals ein bisschen schont. Es ist eigentlich egal, mit welcher Zeit ich hier durchkomme, oder wird die Zeit drauf addiert. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht weiß. Boah, ganz entspannt, ey, ganz entspannt. Boah. Jetzt gleich wird's halt schwierig. Oh, und dann hier, das ist halt... Wenn ich in die Richtung denke, so schräg, dann, ihr seht es selbst, verzieht er so krass. So, und jetzt hier muss ich irgendwo krass scharf rein.
Das geht so zwar, aber mir fehlt dann hier die Zeit, um hinten in den Ring zu kommen. Ist da das Ziel? Da steht Finish, ja. Okay. Ich muss einfach... Ich schaff das, ja. Ich bin sehr zuversichtlich, denn... Ich habe noch ein bisschen Zeit verloren und den Anfang bis zu dieser Stelle kann ich auch einfach, den kann man gut fliegen und dann da einfach ein bisschen vom Gas und zack und dann, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin und wir müssen auf jeden Fall die Turbos ein bisschen besser, ne, einsetzen. Einfache Sache, am besten immer sofort. Das war, glaube ich, ganz gut, weil wir kriegen immer relativ schnell neuen Turbo. Und dann passt das. Okay. Tut mir leid, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen on-topiger werde, aber es ist schwierig. Es ist schwierig und ich versuche mich einfach ein wenig zu konzentrieren. Ich hoffe, das sei mir gegönnt. So, den Turbo muss ich einsetzen. Ja, hier ist eine gute Stelle. Oh, es sei mir gegönnt, dass ich mich ein wenig konzentriere. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ihr seht ja, ich habe ein wenig Probleme. Aber ich glaube, 39 Sekunden, so viel hatte ich noch nie. Und hier, die Stelle war immer schwierig und jetzt habe ich sie auch mal besser gemeistert. Nein. Unnötig. Oh, so unnötig war, so unnötig. Aber ich glaube, so viel Zeit wie bis... An dieser Stelle hatte ich noch nie. Oh, aber jetzt habe ich es verkackt. Ah, wieder so knapp. Die Stelle ist schwierig, weil du die Kurve nicht so gut einsehen kannst. Ich bin mir mal unten. Warum ist mein Facebook noch an? Weiß es nicht, es tut mir leid. Die diskutieren gerade in Facebook, ob wir mal Karaoke machen, einen Karaoke-Abend. Es gibt tatsächlich keine Karaoke-Bar in Würzburg. Ist eigentlich eine Farce, ne? Ich würde gerne mal in so eine richtige, am besten in so eine japanische, wo auch viele Japsen sind. Wenn mal so eine Karaoke-Bar, das wäre geil, das wäre richtig episch. Boah, würde ich das abfeiern, das wäre der Wahnsinn, ey. Weißt du, dann kippst du dir eine Flasche Jägermeister und dann gibst du den Karaoke-Kornel. Der Wahnsinn, wirklich, der Wahnsinn. Kann natürlich nicht auf YouTube, weil wenn der Cornel getrunken hat, das ist ja, ne, vorbildstechnisch und so nicht drin. Von daher müsst ihr da natürlich drauf verzichten. Das Leben ist zu uns allen unfair, ne, da müssen wir mit leben. Das ist einfach, ja, die einen trifft's härter, die andere nicht so hart, aber da müssen wir mit leben. Ja. Ach ja, von dem Cornel gibt es genug Videos, wo er betrunken ist, einfach weil die Leute immer, ja, das Ganze lustig finden. Okay, so und jetzt hier ein bisschen vorsichtig, hier runter und dann diese leichte Kurve im Runterfliegen, die fand ich immer sehr schwierig. Habe ich jetzt ganz gut gemeistert, jetzt hier irgendwo rein. Oh, fuck, mach doch! Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ich weiß nicht, ob sie... Ich glaube, hier geht's jetzt rein. Uh-oh. Nein, nein. Oh, vielleicht könnte das reichen. Vielleicht kann das reichen. Kriege ich noch einen Turbo? Ja. Oh, danke, ey. Danke, danke, danke. Das ist auf Gold. Das ist schwierig. Es tut mir leid. Aber es ist halt auch auf Gold. Es ist einfach auf Gold. So, und das ist schwer und... Da war nur noch eine Sekunde Luft, also mit der jetzigen Steuerungsfeinheit, die ich mir angeeignet habe, ist es schwierig. Da war nur noch eine Sekunde Platz, also oh, schwierig, schwierig. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn es ein bisschen on-topiger wurde. In so einem Moment muss man sich dann auch einfach mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren und auch mal eine kurze Fallanalyse machen, wo man wie die Zeit verliert und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz meiner angeschlagenen Stimme. Ich werde auch heute jetzt eine Pause mit dem Aufnehmen machen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr aufgenommen. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht ein anderes Spiel aufnehme noch. Aber ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, was ich machen will. Aber mit der Stimme nicht, nee. Ich hoffe, dass es morgen früh besser ist. Morgen früh bin ich auch nicht in der Uni, dann habe ich mal eine Stimme, die auch nicht
geschundet wurde den Tag über, sondern eine frisch erholte nach dem Aufstehen. Und dann gucke ich mal, ob ich damit gut aufnehmen kann, ob dann vielleicht dieser Hustreflex, den ich die ganze Zeit im Video habe, vielleicht weg ist, weil es ist gerade echt schwierig, sich darauf zu konzentrieren, gerade auszusprechen. Ja, und ich hoffe, es hat trotzdem geklappt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Husti.